So, weiter geht's in Ruhrkirchen. Wir sind gerade dabei, hier neben ein paar dekorativen Arbeiten auch noch die Wohnsituation etwas zu entschärfen. Nachdem wir jetzt hier Styrom neu errichtet haben, geht es jetzt daran, hier vorne auf der Seite in dem Teil, das ist ja geländetechnisch anspruchsvoll, werden wir jetzt hier Hüls definieren. Vorher glätten wir hier aber noch mal ein bisschen ein, damit das nicht ganz so wild aussieht, und ziehen dann hier noch ein paar Bäume. Das machen wir dann am Ende des Streams. Das auch mal eben kurz einstellen. So, alles klar. Gut. Also hier, das kommt jetzt alles ein Niveau. Denn sonst kommen wir hier in Teufelsküche. So, das ebnen wir ein. Das ist einiges an Erde, die bewegt werden muss. Aber das geht sonst überhaupt gar nicht. Guck mal, jetzt komme ich hier ran. Das ist okay. So, wir müssen, glaube ich, von hier aus. Also hier ist ja der Autobahnanschluss. Vielleicht hier von der Marienstraße auch noch mal einmal hier reingehen. Quasi hier so eine Verbindung machen. Das fände ich eigentlich ganz charmant. Können wir das hier quasi einmal sozusagen durchschneiden. Ja. Direkt geradeaus durch. 4,5% Steigung. Oh, das ist schon echt ein harter Cut. So, wir gucken hier. 90 Grad. Hilfslinie. Fertig. So. Jetzt mal gucken. Man sieht jetzt hier natürlich nicht, wo der Übergang ist, aber ich glaube, der ist hier. Also gehen wir hier gerade senkrecht weg. Hier senkrecht weg. Wir könnten hier hinten natürlich auch sehr elegant einfach mal rüber gehen. Machen wir gleich. Grad. Da brauchen wir eine Hilfslinie, damit wir hier die Kurven setzen können. Das gleich machen wir hier auch noch mal. So. Denn dann können wir hier mit dem Kurventool. Aber hier ist ja Quatsch. Hier können wir einfach geradeaus durchziehen. Okay, das brauchen wir nicht. Aber hier. Hier geht es um die Kurve rum. Die Espenstraße kann weg. So, wir gucken, dass wir hier den Anschluss haben. Wunderbar. 90 Grad. Wieso sagt die Radioreporterin, wir haben schlechte Straßenqualität? Das können wir doch uns angucken. Straßen. Straßenzustand gut und schlecht. Ah, gibt es ein paar Straßen, die gelb sind. Die ist hier besonders schlecht, hier vorne die Autobahn. Okay. Ja gut, das stört uns nicht weiter. Okay, hier wieder die Verbindungen. So. Damit
Gut, wenn wir die Kur machen. Der Bedarf an Büroflächen ist weiter hoch. Das finde ich gut. Denn dann kann man nämlich theoretisch auch sagen, Steuergerechtigkeit für alle. Gehen wir mal auf 8%. Okay. So. Kommen wir von der Birkenstraße hier auch gut weg. Das wäre natürlich ganz charmant. Also 90 Grad. Dann machen wir wieder anders. Das geht besser mit so Höchstlinien. Hier ist das eine, hier ist die andere. Und dann verbinden wir beide. Also 180 Höchstlinie finden. Zack. Schon wieder ein Waldbrand. Wo ist der denn jetzt? Zeigt er mir das an? Ach nein. Das ist ja jenseits aller, aller Möglichkeiten. Okay. Das ist doch gar nicht so schlecht hier. Ich kann doch hier schon das Gelände definieren. Also das. Und stopp, wir müssen die Chemiepark mal. Kann ich dem nicht sagen, ich soll kleiner werden? Das müsste da eigentlich gehen, oder? So. So, wunderbar. Und dann, was wir natürlich auch noch brauchen, wie wir das auch schon in Störung gemacht haben, dass wir das hier verstecken. Und dann können wir einfach hier Pinselgröße verkleinern. Und dann hier dort so einen Wall aufschütten. Dann sieht man, dass diese Industrie nicht mehr ganz so stark. Na, hier an der Obststraße. So. Ja. Sollte nicht so sein. So. Mit Straße. Ja, alles klar. Bisschen wieder abflachen. Dann ist das nicht ganz. Jawohl, jawohl, jawohl. Das gefällt mir gut. So, keine Sackgasse. Das ist immer wichtig. Wir haben hier eine Einfahrt, da die Ausfahrt, auch wenn es große Verbindungen sind. Ja. Dann machen wir doch mal von hier aus. Kommen so kleine Stichstraßen. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Also, sowas hier. Verlieren wir natürlich ein bisschen an Baufläche. Macht das Ganze aber etwas charmanter, finde ich. Dann gibt es dann wieder den obligatorischen Kreisverkehr. Und eine letzte noch. Verkehr mit Baum. Da müssen wir gleich wieder einen kleinen Trick machen, dass nämlich die, dass wir mich hier eine Fußweg lang setzen, damit die Zonierung umgepolt wird. Und ich möchte auch hier hinter lang als gerade Linie. Bis ganz nach hinten ziehen, diese Verbindung hier. So, dann so, wie kriegen wir jetzt hier die Verbindung hin? Das Magen mögen diese Kreisverkehre ja nicht so wirklich.
müssen sie ja doch der Fußgängerweg kann ruhig bleiben. Ja, da kann ich so schlecht, dann können die Leute mich von ihren Kreisverkehren hier an diese an den hinteren Fußweg ran. Ja, der Kreisverkehr geht schon sehr weit, aber das passt auch so. Ja, dann halt machen wir hier diese Reihenhäuser mittlerer Dichte. Hier vorne überall hin und an diesen Kreisverkehr Punkten setzt dann nochmal diese Einfamilienhäuser hin. Geht direkt los. So, was brauchen wir noch alles? Wir brauchen wieder, wie üblich, Krematorium. Man müsste eigentlich auf dieser Seite auch nochmal erst die Straßen setzen. Machen wir das hier genauso oder machen wir noch was anderes mit? Wieso eigentlich nicht? Das war ein bisschen. Ziemlich recht, können wir noch eine Fußgängerbrücke darüber setzen. Ich glaube, den Fußweg da oben, den wir jetzt gemacht haben, um diese Zonierung so ein bisschen auszutricksen, dass. Bleibt wahrscheinlich so, ja, Abstand ist ein bisschen zu nah hier. Wir bräuchten eigentlich in dem Spiel, bräuchten wir nochmal mehr Straßennamen. Sie wiederholen sich doch relativ schnell, muss ich sagen. So. Was ich ja vorher eigentlich machen wollte, habe ich nicht gemacht. Na genau, den Stadtteil hier zu definieren. So, den ziehen wir ruhig rüber, weil das ist Quatsch. So, das ist nicht Hochried, sondern Hüls. So, Fußwege, die Schulen und so setzen wir gleich. Einmal Fußweg bis hier vorne, bitte. Alles auch aus, wenn ich das jetzt hier wegmache. Wieso gehen die Häuser dann weg? Kommen die wieder? Na gut, also hier nochmal diese Platzierung. Halt. Vergessen. Diese Kreisverkehre zu setzen. So, besser. Jetzt haben wir hier Möglichkeiten. Die sind auch unterschiedlich groß. Und dann gibt es hier schon wieder einen Waldbrand. Was ist denn los hier im September? So, hat er denn da so Probleme mit, wenn ich das wieder abreiße? Das verstehe ich nicht. Aber manche Sachen sind in diesem Spiel echt noch etwas komisch. Aber der Bedarf bleibt unbeeindruckt hoch. Ja. Wichtig ist ja vor allem, dass sich dann die Zonierung nicht ändert oder wieder zurückgeändert. Das ist echt ärgerlich hier, aber gut. So, wir brauchen, was brauchen wir? Wir brauchen wieder diese üblichen Objekte, der für die Service
Einrichtung, wir brauchen Schule. Eine größere Grundschule, weil Hüls größer ist. Eine größere Sekundarschule. Du musst weiter rüber, damit die Sekundarschule passt. Die ist ja doch relativ groß. So, wir müssen euch noch sagen, ihr seid nur für Hüls und meinetwegen für Sigurd da. Wahrscheinlich hier auch so, na genau. Das ist nur für Styrum. Das ist nur für Styrum. Dich kann ich aber noch erweitern. Also, das ist ein zusätzlicher Flügel. Sportanlage. Was ist das hier? Ach, das brauchen wir auch. Okay. Ja, das müsste ich jetzt ja gleich erledigen. So, ihr seid beide für Hüls da. Kann ich hier, da müsst ihr noch mal ein bisschen im Gelände arbeiten. Die hinter die Straße lang gehen kann. Und wir sie dort. Hier gehen wir senkrecht weg. Oh nein, die Frage, wieso hat das eigentlich mal Auswirkungen auf die Gebäude? Das ist mir völlig unklar. Ach, das mag er irgendwie nicht jetzt hier. Diese Zonierung. Kommt irgendwie alles von der Straße unten hier, von der Hauptstraße. Naja, gut. Hier gehen wir geradeaus weg. Was brauchen wir noch? Wir brauchen wie üblich, also Krematorium. Das können wir vielleicht hier noch ein bisschen Abfluss setzen. Hier ist. Hier ist noch Platz. Den nutzen wir natürlich auch aus. Gut. Kreisverkehr. Das gleiche können wir jetzt auch hier noch machen. Geradeaus weg, der Zipfel kann dann weg. Hier hat er auch wieder irgendwie Probleme. Okay. Sieht aber soweit ganz gut aus hier. Also wir brauchen Gewerbe und Büros. Wir können vielleicht hier vorne. Also gucken, wie hoch die werden. Die werden wahrscheinlich da sehr hoch. So. Vielleicht haben wir hier eventuell noch diese Gasse. Dann komme ich hier hinter. Durchgehen für einen kleinen Parkplatz. First, we will be dancing through
the al dente section before entering the slower Das sieht komisch aus. Den müssen wir ebenfalls nach links schieben. So. Aber wir waren noch bei den Service-Einrichtungen. Wir brauchen nochmal die Feuerwehr, weil die haben wir hier vorne schon. Die kann das auch mitmachen. Das ist kein Problem. Die Polizei, das ist ja. Sollte passen. Machen wir noch eine Klinik. Die setzen wir, oder passt die hier rein? Die passt hier sogar rein. Das ist doch prima. Wir haben noch ein paar Parks. So, Skatepark. Und dann die noch hier hin. Und dann. Was sehe ich nicht hin? Nee, es mag er nicht. Wieso nicht? Ich wollte dich aber auch eher. Dann gehst du weg. Sieht auch komisch aus. So. Okay, ach, die sind riesig. Das gefällt mir gar nicht. Finde ich schade, dass die Gebäude wirklich so groß sind. Das finde ich irgendwie unglücklich. Dann gibt es hier größere Objekte für diese kleinen, flachen Büros. So, entlang der Fassbinderstraße. Machen wir mal ein bisschen der Buchen. Na, hier, das ist gut. Da gibt es ein bisschen was an Gewerbe. Dahinter geht wieder eine Gasse lang. Und die Gasse, da ist die Gasse. Für Parkplätze. Auch noch weitere Parks dürfen wir nicht vergessen. Der Park nicht. Oh, hier auf der Seite noch ein Park. Können Leute noch wohnen? Das füllen wir besser mal so. Und auf der Seite ebenfalls. Dreier Tiefe. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut hier in Hüls. Auf Fußwege noch. Also wir hatten gesagt, hier wollen wir einen Fußgängerüberweg machen. Halt, stopp. Das ist eine gute Idee. Hier hat er irgendwie ein Problem. War das, ach, da war das dahin gehört. Okay. Ja, dann sind sie da. Fußgängerüberweg. Weiß. Aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Hier können wir noch eine Brücke rüberziehen. ...90 Grad. Hm, hm, hm.
ist mit dieser Zonierung? Auch da gibt es ja eigentlich eine Mod zu, aber das kriegen wir hier nicht hin. Ja, dann setzen wir noch ein bisschen was an die Fassbinderstraße. Wenn es nicht anders geht. Können wir so Dreierfelder machen. Und schon Verkehr hier. Da hinten auf der Verbindungslinie. So, hinter den Gebäuden lang quasi als Abschluss. So. Das ist okay. Gewerbe, Gewerbe. Und Wohnhäuser, das zeigt uns, der Bedarf bleibt hoch. Können wir mal gucken, wie sieht es jetzt eigentlich mit der Arbeitslosigkeit aus? Sie müsste jetzt ja wieder aufgegangen sein. 5,8%. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Industrie nachziehen. Aber damit ist das Problem noch nicht so groß. Büro klappt mittlerweile auch ganz gut. Nur auf der Seite. Haben wir auch mal Wohnhäuser hier, S-Straße. Geht auch. Jetzt geht's ja wieder. Ach, das ist in diesen Zonen. Muss man ja ganz klar sagen. Jetzt können wir hier auch was an die Kreisel setzen. Dann machen wir das. Fehlt der Kreisverkehr? Ist er da? Gut, so noch Briefkästen. Das Spielchen kennen wir auch schon. Und die Busverbindung brauchen wir gleich noch. Was sagt das Internet? Ah, da vorne ist der Mast. Ne, alles gut. Das passt. Irgendwas Kritisches gerade eben, was wir die ganze Zeit übersehen haben. Nope. Luftverschmutzung, okay. Alles klar, das stört euch, kann ich verstehen. Dann nehmen wir euch hier weg und wir setzen hier Gewerbe hin oder Büros. Huch. Wetterschaden. Was ist das für ein Wetterschaden? Wieso jetzt, was ist das für ein Wetterschaden hier? Hä? Wirbelsturm angeblich. Ich sehe gar keinen Wirbelsturm. Ist halt wie im Oktober jetzt hier der Schnee schon näher kommt, wo wir 3 Grad haben. Aber naja, das ist gut.
So, wir brauchen noch ein paar Busverbindungen. Also erstmal setzen wir die Bushäuschen. Wenn man im Chemiepark haben wir auch noch gar keine Busverbindungen. Also. Schule. Hier zwei, da zwei. Hier. Chemiepark mal. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt das hier noch angeschlossen bekommen. Moment, hier fehlt die gegenüberliegende Seite. So, wir starten hier, gehen hier um die Kurve rum. Hier rum, darum, darum, zurück. Okay. Drehen. Hier hin, hier halten, hier halten. Da vorne. So umdrehen. Zurück, 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 zurück. Okay. So, wo bist du denn? Du bist jetzt Marl Hüls. Da reichen, also gibt es auf 4. Ich denke, da reichen 4 Fahrzeuge. Ob ich in so einem Blau, okay. So, und dann brauchen wir noch eine Verbindung, die Stadtteile noch miteinander verbindet. Gerade das hier ist ein bisschen unglücklich hier. Mit Stärkrade. Hier noch mal eine neue. Dann können wir mich hier, also hier hin. Halten hier. Hier, hier. Drehen um. Drehen um. An dieser Linie. Halten jetzt nicht überall, sondern so hier. So, gehen dann hier zur Schule in Hüls. Gehen hier wieder zurück, hier zurück und schließen hier ab. Perfekt. So, das nennen wir jetzt Styrum der gerade mal Öls. So, wunderbar. Das wollte ich nicht. Also 4 Euro 5. 4. Dann machen wir mal 6 Fahrzeuge. Aber auch nicht, dass die großartig bedient oder benutzt wird. Na, so ein sattes Orange. Ja. Okay. Prima. Gucken wir mal unsere drei neuen Linien, wie gut die jetzt laufen. Nach Name sortiert. So, Styrum, die ist gerade neu. Styrum, Universität 35% ist in Ordnung. Mal Hüls 3%. Fahrzeug ist schon auf Minimum, das ist gut.
So, und die muss ich erst sortieren. Hier, da fehlen ja noch die Busse. Ich hoffe, wir haben genug Busse. Dann der letzte Schritt für diesen Stream-Teil ist wo sind sie denn da? Ein bisschen Vegetation nochmal platzieren. Vor allem hier entlang unserer Pikte hier der ganzen Häuser. Dann haben wir das auch schon wieder geschafft und ordentlich bei 115.000 Einwohnern. Das ist gut. Das gefällt mir gut. Wir können gleich auch noch mal ein bisschen die Industrie, diesen Industriemüllbetrieb da verstecken. Das ist zwar schon ganz gut gemacht, aber ja, und wir müssen noch hier, das ist noch ein bisschen geglättet. Das die Kante hier nicht ganz so hart ist. So, das ist hier auch alles echt hart, aber sollte gehen. Ja, das ist doch ganz schön. Gut, ich glaube, das ist der Teil gewesen. Jetzt ist die Frage. Machen wir jetzt gleich weiter. Ich mache gleich mal eine kurze Pause, so die A40 ist gar nicht so stark in Benutzung, weil die Leute offensichtlich andere Wege finden. Hier können wir besser mit diesem Tool hier arbeiten. Und dann das Terrain ebnen, das geht, glaube ich, besser. Ja. Ja, Frage ist, was ist noch zu tun? Was können wir gleich in diesem Stream noch machen nach einer kurzen Unterbrechung? Ich denke, wir werden gucken, dass wir mal ein bisschen Industrie jetzt ergänzen. Und wir können uns die Sondergebäude noch mal einmal anschauen. Oder was für die nächsten Streams, das soll ja weitergehen dann. So. Rip. Steine unten hin und Vegetation. Kostet auch immer 10 Cent, aber das spielt ja keine Rolle. Geld haben wir ja mehr als genug. Hier ist auch noch einiges zu glätten. Hier rechts da diese komische Ruine, die könnten wir auch noch mal bespielen, finde ich. Das war wieder mal ein Punkt, dass wir den dritten Teil des heutigen Streams nutzen, um hier vielleicht so ein bisschen diese, was ist das denn eigentlich, eine Burgruine, dass wir die vielleicht noch mal ein bisschen bespielen. Das habe ich keine schlechte Idee. Wir gucken uns vorher noch mal die Objekte an, aber erstmal setzen wir noch ein paar Objekte hin. So. Damit das hier nicht ganz so kahl aussieht. Krankenwagen müsste ja doch eigentlich verfügbar sein, oder? Darum wird sich auch beschwert. Moment mal. Diese Klinik hier, die soll natürlich nur Hülz bedienen. Wie sieht das denn mit den Kliniken aus? Und dann haben wir hier noch. Ist auch nur ein Krankenwagen aktiv.
Stopp. Krematorium. Was habe ich das vergessen? Okay. So groß das Krematorium. Uiuiuiuiui. Ja, was hier vorne hin. So, du bist auch nur für den Chemiepark und für Hülz verantwortlich. Warum hat die Klinik denn so ein Problem, da vorne hinzufahren? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ja, 40 machen wir auch noch mal ein bisschen was. Können wir auch hier vorne noch ein bisschen das schon mal setzen, ne? Entlang der, also hinter der Herrenstraße lang. Kommen wir hier durch? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, wir kommen hier unter der Bahnlinie durch, hier vorne hin für Industrie. So, hier den Teil noch mit Industrie besetzen. Das ist doch prima. Ja, dass wir die ganzen Lücken alle mal so ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen, ja, genau. Bäume fehlen, das stimmt. Moment, eine Sache mal eben schnell hier ändern. So. Moment, wo sind wir jetzt hier hingeflogen? Da. Also, hier kommen noch ein paar Bäume. Stürm sind die Bäume, hier sind Bäume. Nichts als Bäume.